Schluss mit dem Zweiklassen-Rentensystem in Deutschland. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Aktuelle Zahlen aus einer Antwort der Bundesregierung aufgrund einer kleinen Anfrage der Fraktion der Linken belegen es. Rund 2,7 Millionen Rentenempfängerinnen und Empfänger in Deutschland mit 40 oder mehr Versicherungsjahren erhalten eine Monatsrente von unter 1.200 Euro. Rund 44% aus dieser Gruppe, also ca. 1,2 Millionen Rentenempfänger, haben sogar 45 Jahre auf dem Buckel. Klar ist, wenn man sich diese Zahlen anschaut, langes Arbeiten schützt offensichtlich in Deutschland nicht vor Altersarmut. Klar ist aber auch, dass diese Aussage offensichtlich nicht für Politiker und Beamte gilt. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie hoch die Alterspension eines Bundestagsabgeordneten ist, wenn dieser 4 Jahre als Bundestagsabgeordneter im Bundestag gearbeitet hat. Und dafür schauen wir uns jetzt ganz einfach mal die gesetzlichen Grundlagen, und zwar das Abgeordnetengesetz für die Bundestagsabgeordneten an, was die Höhe der Altersentschädigung anbetrifft. Gehen wir einfach hier mal drauf. Ich habe das schon mal vorbereitet und da haben wir hier also das Abgeordnetengesetz. Uns interessiert erstmal nur der Paragraph 19 Absatz 1 und da steht sinngemäß geschrieben, dass ein Bundestagsabgeordneter Anspruch auf eine Altersentschädigung hat, wenn er 1 Jahr im Bundestag tätig war und zwar nach dem Ausscheiden seines 67. Lebensjahres. Da steht noch nichts drin über die Höhe der Abgeordnetenentschädigung. Ja, und jetzt gucke ich mir einfach mal den ganzen Spaß der Höhe nach an. Und da habe ich ja hier in dem Abgeordnetengesetz auch einen Paragraphen, und zwar den Paragraph 20, Höhe der Altersentschädigung. Und den gucken wir uns jetzt mal genauer an. Und zwar sagt uns dieser Paragraph 20, dass die Altersentschädigung bemisst sich sozusagen nach der monatlichen Abgeordnetenentschädigung. Und zwar gibt es hier einen Steigerungssatz. Unser Bundestagsabgeordneter oder die Abgeordnete bekommt 2,5% seiner oder ihrer Aufwandsentschädigung als Altersentschädigung später einmal ausgezahlt. Und da mache ich Ihnen jetzt mal so ein kleines Berechnungsbeispiel. Das ist also diese entsprechende Gesetzesnormierung. Die Abgeordnetenentschädigung beträgt mit Stand 1.7.2021 monatlich für einen Bundestagsabgeordneten 1.7.2021 gleich 10.012,89 Euro. Ja, das ist also die Grundentschädigung ohne weitere Zulagen und sonstige Dinge. Das ist das, was er sozusagen bekommt für einen Monat Arbeit. Und davon 2,5%. Ist gleich 250,30 Euro. Das heißt also, wenn unser Bundestagsabgeordneter 1 Jahr beruflich tätig war im Bundestag, bekommt er ab dem 67. Lebensjahr 250,30 Euro Altersentschädigung. Wenn er 4 Jahre beruflich tätig war, machen wir einfach mal 4, dann bekommt er 1.001,20 Euro. Das ist das, was ein Bundestagsabgeordneter für 4 Jahre Bundestagstätigkeit mit Stand 2021 bekommen würde. Und die Bundestagsabgeordneten und Abgeordnetinnen sind aber nicht die einzige Berufsgruppe, die uns interessieren, sondern auch Beamte. Und da ist es ganz einfach so, Beamte wollen wir natürlich auch mal beleuchten, was die für Altersansprüche haben, wenn sie in Pension gehen. Und ich habe mir die Gruppe der Bundesbeamten mal rausgenommen. Bundesbeamter. So, und der Bundesbeamte hat Anspruch auf eine sogenannte amtsunabhängige Alterspension, wenn er mindestens 5 Jahre
5 Jahre als Beamter beruflich tätig war. Und ab dem 1.4.2022 beträgt die amtsunabhängige Pension rund 1.800 Euro. Und das Kernproblem ist, dass beide Berufsgruppen, Beamte plus Politiker Bundestag, nicht einen einzigen Cent aus ihrem Einkommen in die Bezahlung oder Finanzierung ihrer Pensionen mit einzahlen. Das heißt also, sie zahlen keinen extra Beitrag, wie es der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin aus ihrem Bruttoeinkommen an die Rentenkasse abführen muss. Das passiert hier nicht. Ich sage, eine Ungerechtigkeit, und wir müssen mit diesen zwei Rentenklassensystemen endlich aufhören. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.